Hallo Freunde, servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal. Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich habe wahrgenommen und erkannt, dass die meisten Menschen permanent den ganzen Tag entweder reden oder denken, in ihrem Geist, in ihrem Kopf, das ständige Hamsterrad läuft und sie können es nicht anhalten. Das war bei mir früher auch so. Das heißt, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung auch. Und seit ich das Meditieren gelernt habe, in der Stille, in der Ruhe, seitdem kann ich dieses Hamsterrad doch zwischendurch gut mal ausschalten. Wie geht's euch dabei? Was meint Jiddu Krishnamurti dazu? Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr täglich von Jiddu Krishnamurti lesen wollt, es kostenlos zu bekommen. Das dürft ihr mir einfach unter mein Video schreiben, in die Kommentare. Jiddu Krishnamurti, der geschwätzige Verstand. Etwas wirklich wahrzunehmen, ist eine erstaunliche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du jemals irgendetwas wirklich wahrgenommen hast. Ob du je eine Blume oder ein Gesicht oder den Himmel oder das Meer wirklich wahrgenommen hast? Natürlich siehst du diese Dinge, wenn du im Bus oder im Auto vorbeifährst. Aber ich frage mich, ob du dir je die Mühe gemacht hast, eine Blume tatsächlich anzuschauen. Und was geschieht, wenn du eine Blume anschaust? Du benennst sie sofort. Du machst dir Gedanken darüber, zu welcher Art sie gehört. Oder du sagst, was für eine wunderschöne Farbe sie hat. Ich würde sie gerne in meinem Garten pflanzen. Ich würde sie gerne meiner Frau schenken. Oder ins Knopfloch meiner Jacke stecken. Und so weiter. Mit anderen Worten, in dem Moment, in dem du die Blume anschaust, fängt dein Verstand an, sich darüber auszulassen. Und deshalb nimmst du die Blume überhaupt nicht wahr. Du nimmst nur dann etwas wirklich wahr, wenn dein Geist still ist, wenn es keinerlei Geschwätz gibt. Wenn du den Abendstern über dem Meer oder eine Regung des Geistes anschauen kannst, dann nimmst du wirklich seine außerordentliche Schönheit wahr. Und wenn du Schönheit wahrnimmst, erfährst du dann nicht auch den Zustand der Liebe? Zweifellos sind Schönheit und Liebe ein und dasselbe. Ohne Liebe gibt es keine Schönheit. Und ohne Schönheit gibt es keine Liebe. Schönheit liegt in der Form, in der Sprache, im Benehmen.
ohne Liebe ist unser Benehmen inhaltsleer. Dann ist es nur das Produkt der Gesellschaft, einer bestimmten Kultur und etwas, das erzeugt wird, ist mechanisch, ist leblos. Aber wenn der Geist ohne die geringste Regung wahrnimmt, ist er fähig, bis zu seinem eigenen Grund zu schauen. Und ein solches Wahrnehmen ist wirklich zeitlos. Du musst nichts tun, um das zu bewirken. Es gibt keine geistige Schulung, keine Übung, keine Methode, durch die du das lernen kannst, wirklich wahrzunehmen.